Destiny 2 wird höchstwahrscheinlich eine Kollaboration mit Assassin's Creed Valhalla und automatisch daher auch mit Ubisoft haben. Ich bin Eliknallt rein und ich halte euch auf dem Laufenden, was Destiny 2 betrifft. Wenn ihr also nichts mehr verpassen wollt, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Thematik. Also, wir haben anscheinend wirklich ein Assassin's Creed Collab und das Ganze ist unglaublich cool. Und zwar, was jetzt alles gedatamined wurde, nicht in Destiny, sondern in Assassin's Creed Valhalla, sind mehrere Kostüme, wie zum Beispiel hier Saint 14 oder Shax, was ich unglaublich lustig finde. Also, holy shit, ich meine, seht euch das mal an, das ist absolut cool. Und wir haben unter anderem den Arcus-Stab und weitere Sachen, die es aus dem Destiny-Universum gibt. Und ja, wir haben einfach Saint und dazu noch schon richtige Aufnahmen, wie das Ganze in-game aussehen soll, es passt nicht so richtig zusammen, weil, ich meine, seht euch Shax an und seht euch die Welt hier an, aber trotzdem, es sieht ultimativ cool aus. Was können wir aber als Destiny-Fans jetzt erwarten? Tja, also das ist jetzt pure Spekulation, was ich euch jetzt sage. Ich würde erwarten, da es ein Valhalla-Collab ist, dass wir auf jeden Fall den Main-Character bekommen, da halt vielleicht so ein bisschen Rüstung in diesem Stil hier. Vielleicht aber auch, wissen wir noch nicht, aber vielleicht kriegen wir auch die Izu-Armor. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist nochmal eine sehr seltene Rüstung im Spiel. Zum Beispiel in Origins musst du dafür ganz viele Collectibles sammeln, damit du am Ende halt eben die Quest hast, um diese Rüstung freizuschalten. Würde ich mir unglaublich gut auf dem Hunter vorstellen in dem Fall. Vielleicht hier ein bisschen auf dem Titan. Sonst natürlich gibt es die Möglichkeit, dass wir auch Izu-Armors von anderen Teilen, wie zum Beispiel von Origins, wiederbekommen. Das wäre die hier. Sieht mir eher ein bisschen aus wie ein Warlock, gerade so der Helm. Das wäre cool, aber wahrscheinlich ist es nur ein Kollab zwischen Destiny 2 und Assassin's Creed Valhalla, also wirklich nur diesem einzigen Spiel. Wenn es das aber nicht ist, würde ich es wirklich begrüßen, wenn genau solche Armor mit reinkommt. Ich bin da auf jeden Fall mega gehypt, da ich der übelste Assassin's Creed-Fan bin. Und viele haben gehofft, dass es endlich mal wieder ein Crossover gibt, denn das Destiny X Epic Games, also mit Fortnite Collab, war relativ cool. Ich bin kein Verfechter von Fortnite, also ich finde das Spiel nicht so geil und ich spiele es auch nicht persönlich. Aber ich habe mir trotzdem die Kitsune-Maske gekauft bei Warlock, weil die einfach unglaublich cool aussieht, genauso wie das Hunter-Kostüm und den Helm vom Titan. Einfach, es ist einfach cool und ich finde es in letzter Zeit ein bisschen schade, dass viele Games nicht kollaborieren mit anderen. Denn am Ende des Tages hilft das eigentlich nur, den verschiedenen Herstellern eben Größe zu generieren. Viele wissen das noch nicht, außer die Leute, die vielleicht ab und zu mal auf meinem Discord sind. Und zwar, ich bin ein riesen Assassin's Creed-Fan. Und ich habe Assassin's Creed Odyssey gespielt, Origins, Syndicate, also alle Spiele von davor habe ich auch gespielt, Black Flag. Ich finde das Franchise absolut cool. Wir müssen uns jetzt nicht darüber streiten, ob die Richtung, wo Assassin's Creed hingeht, gerade eine relativ gute ist oder für manche vielleicht doch eher eine schlechtere. Trotz dessen finde ich dieses gesamte Collab einfach richtig, richtig cool. Und mich würde es mega interessieren, was ihr davon haltet. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Denkt daran, joint meinem Discord und abonniert mich. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund.